1940 geboren, wächst Stefan Stolze ohne Vater in Nachkriegs-Berlin auf. Stolze, nimm den Kaugummi aus dem. Schon früh hat der Sohn einer kleinen Schauspielerin nur eines im Sinn: Geld. Als er es sich mit Kameradendiebstahl beschaffen will, fliegt er von der Schule. Was machst du hier, Stolz? Ich denke, du bist krank. Lass los. Wir nehmen schon einen Dieb als Lehrling haben. Keine Schuldscheine, keine Schecks. Er geht charmant und rücksichtslos seinen Weg. Zocker, Zuhälter, Hehler sind Zwischenstationen. Ja, nun komm, Mann! Hallo, Stefan. Tag, ich brauch Geld. Ach, gut. Im Gefängnis gewinnt er das Vertrauen eines Mithäftlings. Er verrät seine Komplizen, kommt so wieder frei. Er betrügt seinen Freund, schläft mit dessen Frau, stiehlt ihm die Firma. Ständig gesungen hat die Sau. Setzen Sie sich! Oder Sie erhalten eine Ordnungsstrafe! Erst bringt Robert mich um, dann bringst du mich um. Da bist du ja, du Ratte. Stell ihn! Auf dem Gefängnis! Da gehört er auch hin! Alice van Lück, die Alleinerbin eines Elektrokonzerns, ist das gefundene Fressen für Stolze. Die Hochzeit mit ihr ist seine Eintrittskarte in die Berliner Gesellschaft.